Hallo ihr Lieben, jetzt endlich kommt mein Brot für Faule, inspiriert von meiner Mutter. Ich glaube, sie hat es tatsächlich auch aus YouTube. Ich musste jetzt dann noch eine Woche warten und ausprobieren, weil essentiell für dieses Rezept ist tatsächlich, dass man einen Römertopf oder einen Breta, Emaille oder Gusseisen hat mit Deckel. Ich habe viele Auflaufformen, aber ich besitze tatsächlich nicht einen Breta. Meinen Braten mache ich normalerweise im Backblech ohne Deckel. Und jetzt habe ich mir einen, die sind relativ teuer, habe ich gesehen. Und ich habe mir jetzt aber, die gibt es mittlerweile auch extra für Brot als Geheimtipp. Sorry, der ist echt schwer. Das Ding wiegt 5 Kilo, ist aus Gusseisen, war der billigste Brotbreter, den ich gefunden habe. Da kann man natürlich auch andere Sachen drin machen, nicht nur Brot. Aber der ist jetzt speziell von der Form her und so weiter für Brot geeignet. Mit Deckel. Und der hat 35 Euro gekostet. Und ich habe ihn eingebrannt, wie es sich gehört, mit Öl, hat ordentlich gequalmt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was das jetzt gibt. Für unser faules Brot braucht ihr einen Würfel Backhefe, das sind ja 41 Gramm, meine ich. Ach. Ja, 42 Gramm, 42 Gramm Backhefe, Trockenhefe muss theoretisch auch gehen, probiere ich jetzt aber mal mit frischer Hefe. Dann 1 Kilogramm Mehl, egal welches, ich werde jetzt mal mischen, Hälfte Weizenmehl, Hälfte Dinkelmehl, ungefähr 900 Milliliter Wasser. 900, da sind die Angaben ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mir auch ein, zwei Videos dazu angeguckt. Also manche nehmen einen Liter, manche nehmen 9, aber es ist so zwischen 900 Milliliter und einem Liter. Und 21 Gramm Salz, die muss ich mir gleich noch abbiegen. Und das war's. Mehr kommt da nicht rein. Und es wird nicht gegangen, es wird nicht gewartet, es wird nicht 3 Stunden lang geknetet, es wird dann einfach gebacken. Also legen wir los. Ha, Punktlandung, 21 Gramm Salz. So, meine Hefe, mein Salz. Ich habe jetzt gerade beschlossen, weil ich keine offene Packung haben möchte, dass ich ein Dinkelbrot backen werde. Ich nehme 1 Kilo Dinkelmehl und jetzt mache ich noch im Wasserkocher 1 Liter Wasser warm. Ihr Lieben, ich hätte vielleicht echt besseres Timing wählen sollen. Es tut mir echt leid wegen dem Gerumpel der Waschmaschine. Ich habe jetzt hier die Hefe. Ich bin eine totale Niete und ein totaler Anfänger im Brot backen. Ich habe es 2-3 Mal bisher probiert. Es ist jedes Mal kolossal schief gegangen. Deswegen bin ich jetzt genauso gespannt wie ihr. Also ich habe jetzt die Hefe da reingebröckelt. Ich mache jetzt mein 900 Milliliter warmes Wasser da rein. Und meine 21 Gramm Salz. Und jetzt fange ich einfach mal an zu rühren, damit sich das schön verteilt und die Hefe sich auflöst. Ich bin auch mit Hefe auf dem Kriegsfuß, mit Hefeteigen. Essen tue ich sie gern, arbeiten damit tue ich ungern, weil ich einfach Hefeteige bei mir nie gelingen. Ich bin zu ungeduldig mit dieser 3-4 Mal Gehlerei und Warten. Die hat sich schon aufgelöst. Das ist jetzt schon eine homogene Masse hier. Das ist einfach für mich immer too much. So, jetzt werde ich da Stück für Stück einfach mein Dinkelmehl drin
das am besten hinkriege. Ich mache jetzt mal so schluckweise rein und rühre dann erstmal. Das soll wohl am Ende einen recht flüssigen Teig ergeben. Ich habe auch unterschiedliche Versionen davon im Netz gefunden. Manche lassen es trotzdem über Nacht gehen. Aber für mich ist ein Brot für Faule keins, das man gehen lassen muss. Also genau diesen Schritt will ich ja überspringen. Ist das im Moment ziemlich klumpig. Ich habe jetzt doch alles reingegeben. Wenn nicht, muss ich halt vielleicht noch einen Schluck Wasser nach hereingeben. Ich heiz schon mal meinen Ofen vor. Eigentlich soll man aufs Maximum gehen, 250 Grad Ober-Unterhitze. Wenn ich bei mir Ober-Unterhitze anmache, dann fängt schon mal das Backpapier an zu brennen. Kein Witz, letztens passiert. Ich mache jetzt 200 Grad Umluft. Mein Ofen wird so heiß und das ist ein IKEA-Ofen, den ich hier übernommen habe. Also das ist schon ein ziemlich guter Teig. So flüssig ist er gar nicht. Vielleicht muss ich wirklich noch ein bisschen Wasser reingeben. Oder ich lasse ihn jetzt einfach mal von der Maschine ein bisschen durchkneten, damit ich mir die Hände nicht zu sehr einsaue. Also ich habe jetzt hier meinen Teig und ich werde ihn jetzt von der Küchenmaschine ein bisschen kneten lassen. So, während mein Teeteig jetzt hinter mir geknetet wird, werde ich meine Form schon mal vorbereiten. Es soll eigentlich nur mit Öl bestreichen gehen. Meine Mutter hat gesagt, ich soll Backpapier nehmen. Ich bin jetzt gerade unsicher. Ich bestreiche es mit Öl, weil als ich das Ding ausgebrannt habe, ist mir tatsächlich, weil der Ofen so heiß war, mein Backpapier hat angefangen zu brennen im Ofen. Also, ach, das irritiert mich voll. Mache ich da jetzt Öl rein. Wird schon schief gehen. Schlimmer als meine anderen Versuche kann es nicht werden. Das war jetzt ein bisschen viel. Er sieht sehr geschmeidig aus, der Teig. Da kann man jetzt noch Körner oben drauf geben, zum Beispiel. Ich muss gerade mal überlegen. Sonnenblumenkörner hätte ich noch da. Ja, dann mache ich doch einfach ein paar Sonnenblumenkörner oben drauf. So, jetzt muss ich noch mal kurz nachhorchen, was meine Mama gesagt hat, wie lange das Brot in den Ofen muss. So, Mama spricht, sie sagt, 1,5 Stunden soll das in den Ofen. Guckt euch den Teig an, jetzt sieht er wirklich ein bisschen flüssiger aus durch das Kneten. Und den gieße ich jetzt hier in meine Form. Oh, jetzt habe ich schon was daneben gegossen. Ach, das ist doch wieder so typisch. So typisch für mich hier.
Also ja, er ist so flüssig, dass man ihn gießen kann, definitiv. Mal gucken, ob es so eine gute Idee war, dass ich das jetzt ohne Backpapier gemacht habe. Wird sich nach 1,5 Stunden zeigen. Ich bin mal gespannt, ob dieses Brot genießbar ist. Denn das war es im Prinzip. Die 4 Zutaten, Wasser, Mehl, Salz und Hefe werden zusammen verknetet und kommen dann in die Form und mit Deckel direkt in den Ofen für 1,5 Stunden. Ich gucke mal, ob ich den Teig hier noch retten kann. Der Teig, der Herd war frisch geputzt. Wird ja eh bei so einer Hitze jetzt durch erhitzt, dass da alles stirbt. Jetzt mache ich da noch ein paar. Na, ihr seht doch so. Mache ich da noch ein paar Sonnenblumenkerne oben drauf. Kürbiskerne wären auch optimal. Also gut, das ist jetzt wirklich optional, das muss man ja nicht machen. Ich mache das jetzt und guck mal, was draus wird. Deckel drauf. Und das war's. Das kommt jetzt in den Ofen. Schon richtig super aus nach 40 Minuten. Es sind noch 17 Minuten übrig von meinen 1,5 Stunden. Jetzt für die letzten 20 Minuten den Deckel abgenommen, damit es obendrauf noch schön mitbäumt. Und guckt mal, wie toll das schon aussieht. Ich hoffe, das wird essbar. Ja, bei mir ist der Ofen jetzt hier bei ungefähr 220 Grad. Ich habe jetzt nach 1,5 Stunden das Brot rausgeholt. Ich hätte jetzt vielleicht doch nicht ganz so lange oben bräunen sollen, weil es ist jetzt ein Tick schwarz geworden. Ich habe es auch ohne Probleme lösen können. Rein optisch sieht das Brot top aus. Ich muss allerdings sagen, dass es sich anfühlt wie ein Block Zement. Und ich gespannt bin, ob das innen drin weich ist. Weil, also es ist außen auf jeden Fall sehr kross. Ich hoffe, es ist kein Stein und man kann es essen. Ich werde das jetzt ein bisschen abkühlen lassen und dann schneiden wir das mal an später. Also Leute, ich kann ja wieder nicht warten. Ich möchte jetzt wirklich einmal kurz in dieses Brot reinschneiden und gucken, ob das innen auch so hart ist wie von außen. Ich hoffe nicht. Das bestätigt sich bei mir der Brotfluch. Dass ich und Brotbacken nicht zusammengeht. Wenn irgendwann mal was schief geht, können wir nicht vom Brot überleben. Aber Kartoffeln vielleicht. Also ich säbel da jetzt mal rein. Okay. Also die Kruste, die ist so richtig hart und kross, aber gut, man kann sie einfach, ich höre es vielleicht auch knistern. Das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt keine normale Scheibe Brot, weil ich bin ja auch zu blöd zum Brotschneiden hier. Guckt mal, das wie, aber schöne Kruste. Krosse Kruste, sehr krosse Kruste, extrem krosse Kruste. Nichts für Leute mit Gebiss vielleicht, aber lecker. Das hingegen, wie ihr seht, Gott sei Dank fluffig und weich. Da bin ich jetzt aber erleichtert. Jetzt muss ich da mal ein Stückchen mir rauspulen. Das ist jetzt ein Dinkelbrot, ne? Mit einem Kilo Dinkelmehl. Sieht ziemlich hell aus für Dinkel. Und das ist ganz normal. Also ein bisschen feucht noch, aber gut ausgebacken und elastisch und nicht hart. So.
Es ist lecker. Es ist sehr lecker. Beim nächsten Mal backe ich, das ist halt bei jedem Ofen ein bisschen anders. Mein Ofen wird extrem heiß und ich glaube 10-15 Minuten weniger wäre auch okay gewesen. Und den Deckel drauf lassen. Aber das war mein erster Versuch. Ich musste nichts gehen lassen. Das Brot ist gelungen und es ist lecker. Von mir gibt es den Daumen nach oben.